Und damit herzlich willkommen zu einem Video mit einigen kleinen Einstiegstipps zu Mission 80 Wahre Größe beim zweiten Kreuzzugmarsch von Stronghold Crusader, also der letzten Mission. Wie ich mitbekommen habe, haben sehr viele Leute Probleme mit dieser Mission und es gibt durchaus auch sehr viele, die die Mission gar nicht schaffen. Von daher gebe ich euch hier mal ein paar kleine Hinweise und Tipps, wie ihr diese Mission ganz gut und, naja, sagen wir es mal so, verhältnismäßig besser und einfacher hinbekommt, ganz ohne irgendwelche Cheats oder Glitches oder irgendwelches Bug-Using, sondern einfach nur mit rein normalen Gameplay. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und schauen uns mal die Grundproblematik an. An sich kämpfen wir gegen 6 Gegner. Hier Nizar, Wolf, Emir, Richard, Kalif und Vasir. Das größte Problem in dieser gesamten Riege, das wir sofort herausstechen wollen, ist der Wolf. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hält uns der Wolf am effektivsten vom Expandieren ab, was hier den vorderen Bereich angeht, um sich beispielsweise dieses Eisen zu sichern und vielleicht sogar dieses Steinvorkommen hier. Und zum nächsten ist der Wolf so die Schlüsselstelle aller KIs. Wir müssen so oder so am Wolf vorbei, wenn wir irgendjemanden umholzen wollen, außer den Nizar. Der Kalif ist so halb in der Reichweite vom Wolf, aber wird dennoch von ihm teilweise verteidigt. Von seinen Gerätschaften, von seinen Verteidigungen, von jeder Menge Störzeug, was da kommt. Das heißt, der Wolf ist das größte Problem in dieser Mission. Und wenn wir ihn früh loswerden, ist schon mal vieles gesichert. Das heißt, wir wollen ihn früh loswerden und das ist gar nicht mal so ultra schwer, wie man sich zuerst mal denkt. Fortsetzen. Wir fangen erstmal grundsätzlich mit dem Kontenspeicher an, erweitern ein bisschen das Vorratslager. Wir haben noch nicht diesen Ultra-Zeitdruck, weil zu schnell sein ist auch nicht unbedingt von Vorteil. Und wir machen das Ganze mit Meuchelmördern und ein paar berittenen Bogenschützen. Holen uns gleich eine Ladung, holen ein paar Häuser dazu. Wir müssen nicht mal mit dem Spieltempo runtergehen, das Standardspieltempo reicht hierfür. Wir müssen bloß gucken, dass wir ein bisschen die Stadtgüter noch verkaufen. Zumindest überschüssiges. Ein bisschen Stein kann weg. In der Zwischenzeit schauen wir, dass die Meuchelmörder bleiben. Wichtig ist es auch früh, den Kornspeicher zu bauen. An sich drängt es nicht immer so, solange man über 50 Beliebtheit bleibt zu Beginn. Aber hier brauchen wir ein bisschen schnellere Bauernrekrutierung bzw. Bauernrespawn. Dann holen wir uns Meuchelmörder, bis wir so im Schnitt um die 40 bis 50 haben. Es ist sogar so circa mit 30, 35 machbar, aber lieber ein bisschen mehr und sicher, als es zu verbocken. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht und das Getreide verkauft. Das muss nicht unbedingt sein. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Das können wir uns holen. In der Zwischenzeit, sobald wir ihn so gut haben, 30, holen wir uns noch ein bisschen mehr. Bereiten schon mal den Burggraben vor, weil das rate ich auch, hier erstmal zu Beginn einen Burggraben zu errichten. Klar, es ist schade um das Stein und Eisen da unten, aber es ist für den Beginn gar nicht mal so schlecht, um Fuß zu fassen. Wir haben jetzt 45, das sollte reichen. Dann holen wir uns noch ein paar berittene Bogenschützen dazu. Warum wir das machen, erkläre ich gleich. Und bringen beides in Position. Wichtig ist es beim Wolf, es nicht zu arg zu überstürzen, denn zu Beginn sammelt er alle seine Fernkämpfer oben auf dem Bergfried. Und solange die da oben sind, wird es mit der Meuchelmörder-Aktion höchstwahrscheinlich scheitern. Sobald er sie verteilt in seiner gesamten Burg, sieht das Ganze schon anders aus. Von daher haben wir es nicht so ultra eilig. Wir bringen die Meuchelmörder schon mal in Position. Da haben wir eine Balliste, die uns nervt. Das sollten die guten Bogenschützen eigentlich ganz gut hinbekommen. Und die Mangel fängt an zu schießen. Wir gehen mal näher ran. Der Wolf ist an dieser Stelle ein bisschen unberechenbar. Ich habe das mehrfach schon ausgetestet. Und manchmal sind hier mehr Schützen drauf, manchmal weniger. Hier und da braucht es einen zweiten Anlauf, also einen Neustart. Aber in den meisten Fällen sollte es so funktionieren. Ihr könnt ebenfalls den Angstfaktor auf positiv machen, damit die Meuchelmörder stärker werden. Aber im Grunde sollte es so auch ausreichen. Hat jetzt gerade gar nicht mal so viel. So. Das Ganze ist übrigens mit Vanilla-KIs, für Leute, die sich wundern, ob wir das mit Gemoddeten machen oder nicht. Jetzt sind hier ein paar Bogenschützen drauf. Das Wichtigste ist gleich, sobald wir da sind, auch das Ausbildungslager zu zerstören, dass nicht großartig Verstärkung rekrutiert wird. Und dann gehen wir hoch zur Burg. Besser gesagt zum Bergfried. Direkt aus dem Wege. Jetzt hat er ein paar Schützen oben, aber es ist nicht kritisch. Es ist, wie gesagt, manchmal ein bisschen tricky. Manchmal sind mehr Schützen drauf, manchmal weniger, aber in den meisten Fällen sollte es funktionieren. Und ihr seht, es eilt nicht so sehr. Wir hätten es noch viel, viel schneller machen können. Aber diese Geschwindigkeit reicht vollkommen aus. So, Vasir hat irgendwas kaputt gemacht, soll aber nicht das Problem sein.
Wir benötigen Gold. Und da haben wir einen Tod. Ihr seht, viel weniger könnt's auch tun, aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher. So, das Wichtigste an dieser Stelle jetzt, wo das passiert ist, ist, den kommenden Angriff abzuwehren. Und dafür brauchen wir vor allem Armbrustschützen. Ah, den Marktplatz hatten wir schon mal. Da ist immer einer her. Holen wir mal eine gute Partie. Achtung! Alles Weitere können wir dann später machen. Durch den Wolf bekommen wir auch gleich 7000 Stadtgold. Die sind ebenfalls sehr vonnöten. Es werden Rekruten benötigt sein. Unsere Meuchelmörder sind jetzt eigentlich so ziemlich zum Tod geweiht. Die kommen, kriegen wir da so leicht nicht weg. Und mehr als den Wolf früh anzugreifen, würde ich nicht empfehlen. Es ist sehr, sehr schwierig, noch mehr zu bekommen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Schützt eure Leisten, schärft euren Stahl. Man kann das Ganze freilich noch ein gutes Stück effektiver machen. Beispielsweise habe ich ja auch ein paar kleine Schnitzer begangen, indem ich beispielsweise das Anfangsgetreide verkauft habe und zu spät überhaupt irgendwelche Türme aufbaue. Und los! So, nutzen wir noch ein paar kleine Britta-Bogenschützen zu Beginn. Und dann sollte es so langsam funktionieren. Und beginnen wir auch mal mit der Produktion von Holz. Wir machen nur den Beginn, dass ich euch zeige, ab wann es dann stabil ist. Und die Tatsache, dass ich jetzt sogar eine kleine Fehlertoleranz habe, heißt, dass ihr die ebenfalls habt. Das bedeutet, ihr müsst es nicht perfekt machen. Habe ich jetzt auch gerade in dem Fall nicht. Es funktioniert grundsätzlich trotzdem. Wir müssen jetzt hier bloß ein bisschen abwehren. Und dann haben wir das bald. Schauen wir mal, dass wir das Ding noch loswerden. Diesen einen Platz würde ich empfehlen, mit einer Getreidefarm zu besetzen. Und ich würde ebenfalls sehr, sehr stark empfehlen, auf Bier zu gehen. Wir haben jetzt, ja, ich würde sagen, wir gehen auf bis zu 60 Bevölkerung und machen dann zwei Schenken hin dafür. Sind zu knapp, weil das Holz dafür da ist, das kann man eben noch kaufen. So. Dann noch zwei Brauereien. Ich achte jetzt nicht auf Ultraordnung, was hier den Aufbau angeht. Es ist mehr zum Demonstrieren, wie die Taktik sein soll im Idealfall. So, wir halten hier noch auf. Wenn ich das jetzt gescheit ohne Kommentieren gemacht hätte, hätten wir auch schon längst einen Turm hier platziert oder zwei mit Truppen drauf, während das alles passiert. Die Zeit hat man im Grunde. So, ein paar mehr Armbrustschützen wären nicht verkehrt und dann können wir eigentlich anfangen, Geld zu verdienen. Wie man hier Geld verdient, hauptsächlich über Waffenproduktion. Ansonsten haben wir ja nichts in der Nähe. So, und natürlich durch Beliebtheit. Wir kriegen jetzt Bier rein. Und ja, das Stadtgetreide haben wir leider verkauft. Aber es sollte vom Timing immer noch gut funktionieren. Und los! Hier geht mal schön in Position. Hier wird alles weiterhin abgewehrt. Wir brauchen bis jetzt noch nicht mal Türme, wie ihr seht. Das geht auch so. Das Stadtgold vom Gold. Der Stadtwolf vom Gold. Ihr wisst Bescheid. Das Stadtgold vom Wolf ist durchaus praktisch. Also, es macht um einiges leichter und allein, dass der Wolf weg ist. Damit verschwindet ein sehr großer Dorn im Auge. So, ein kleines bisschen Stadtgetreide können wir ja. Obwohl, das ist nicht mal notwendig, wir haben Reserven. Jetzt haben wir auf jeden Fall gut Bier da, um die Steuern gut hochzudrücken. Erstmal auf minus 8. Das bringt ein schönes Zubrot. Und ansonsten würde ich euch empfehlen, zum Geld verdienen, produziert Armbrüste, was das Zeug hält. Diese haben so das beste Verhältnis, was Kostenleistung anbringt. Was sie an Holz kosten und was sie einbringen im Verkauf. Und ich würde euch auch empfehlen, sobald ihr ein bisschen genug Stadtholz habt, eure Holzfäller zu reduzieren. Gucken wir mal, der zeigt jetzt erst den Baum. Und zwar so, dass nur noch ein einziger Holzfäller da ist. Es ist jetzt nicht ultra viel, was reinkommt, aber so bleiben die Bäume frisch. Ansonsten werden die ja komplett weggefällt. Der Holzfäller ist jetzt soweit gekommen, der machen wir ebenfalls weg jetzt. So, jetzt sorgen wir mal dafür, dass sie vorne frei ist. Bauen hier ein schönes Türmchen hin und dann haben wir soweit eigentlich unseren Standpunkt gesetzt. Eigentlich reicht erstmal einer, mitsamt einem schönen Torhaus dazu. Waffen geschultert. Und ich würde euch raten, auf die Kombination arabische Bogenschützen und Armbrustschützen zu setzen. Die arabischen Bogenschützen einfach wegen der hohen Feuerrate, um so Sachen wie Sklaven abzufangen. Die Armbrustschützen einfach für die Durchschlagskraft. Eine Nachricht vom Emir. Ich habe eure irritierende Anwesenheit nun schon lange. Ebenfalls nützlich und empfehlenswert die Schweißfliegen zu verjagen. Ist ein kleines Türmchen in diese Richtung.
Eine Nachricht von Nasir. Meine Männer sind schneller als der Wind und leichter als die Schlange. Ihr tut also recht, sie zu fürchten. Um dort ein bisschen dem Vasier auf die Nerven zu gehen. Ihr strapaziert meine Geduld. Ich werde euch zermalmen. Wunderbar. Hier seht ihr die ganzen Sklaven. Die kriegen wir hauptsächlich mit den Bogenschützen dann abgefangen. So. Diese Ressourcen jetzt ordentlich zu nutzen, ist derzeit immer noch nicht drin, auch wenn der Wolf weg ist. Dafür nerven uns immer noch die ganzen Angriffe zu sehr. Aber jetzt haben wir schon mal einen guten Standpunkt und wir können weitere Dinge machen. Hier haben wir auch nur vorübergehend zugemacht. Wir können das auch noch erweitern. Wir können dann jetzt auf längere Sicht gucken, dass wir hier unten uns das Ding noch sichern, indem wir den Burggraben hier wegmachen oder einfach nach vorne verlegen. Man kann auch riskant sein und den Burggraben statt hier zu Beginn gleich da machen. Das funktioniert im Grunde. Man kann ihn so setzen, dass man zumindest das Stein bekommt. Mit dem Eisen wird es ultra knapp, wie ihr seht. Also man könnte es so machen, dass das Eisen ganz knapp hinhaut, aber das ist mehr als kritisch. Von daher würde ich euch raten, den Burggraben dann so zu machen. Mitsamt Schutz vor Sklaven. Dann könnt ihr auch den Steinbruch mitholen. Aber erstmal macht man es so, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Hält hier die Position und schaut, dass man die Armbrustproduktion ankurbelt. Und eigentlich reichen die Schützen für den größten Teil erstmal. Stimmt, das wollte ich euch noch zeigen. Ihr werdet diesen Turm im Idealfall. Versucht nicht, eurem Schicksal zu entkommen. 5 und die anderen 5. So, 5, wunderbar. Kommt mal ran. Euch hätte ich nämlich gerne auf diesen Turm. Ihr seht, das funktioniert ganz ohne irgendwelche Tricks, wie jetzt Schilder auf die Türme oder Mauern zu stellen oder irgendwelche diesen Nahrungsverdopplungstrick bei den Farmen oder solche Sachen. Es geht ganz normal auch. Und relativ gemütlich. Ab hier, auch wenn der Wolf weg ist, es fällt viel Druck weg und das zusätzliche Startgold hilft, um überhaupt erstmal Fuß zu fassen. So, von hier aus werden wir jetzt erstmal... Das könnte durchaus nervig sein. Wir haben ein bisschen zu lange gezögert, den Turm hier zu besetzen. Und sie treffen nicht unbedingt die ganze Zeit. Schieß mal weg. Ja, okay. Lass mal erstmal gut sein. Bisschen früher besetzen ist nicht schlecht, dann kriegt man die Ballisten. Obwohl, ganz ehrlich, das Ding ist so gut wie kaputt. Das kriegen wir jetzt noch. Wir können auch ein paar Armbrustschützen wieder zupacken. Das macht das Ganze einfacher. So. Bisschen Brot kommt rein. Ihr müsst nicht unbedingt mit den Rationen hochgehen. Es reicht im Grunde so eine Mühle, 4, 5, 6 Bäckereien. Die eine Getreidefarm kriegt eigentlich genug hin. Und wenn ihr auf 60 Bevölkerung etwa bleibt, reichen auch 2 Schenken. Ihr könnt sogar bis auf 3 gehen. Ihr müsst nur hin und wieder ein bisschen Hopfen nachkaufen und so 2, 3 Brauereien am Laufen lassen. Und ansonsten erhöht ihr einfach schön die Armbrustproduktion, um Überschüssige zu verkaufen. Vielleicht noch ein bisschen hier und da zu switchen. Und los! Und natürlich eure Verteidigung zu erhöhen. Ein erträglicher Verlust. Sire? Ja, ich merke, dass das mit den Ballisten doch ein bisschen nerviger ist, als zuerst gedacht. Aber jetzt, wenn die weg ist, soll es eigentlich funktionieren, endlich. Macht sie weg. Wir können es eigentlich auch vom Spieltempo mal ein bisschen hochgehen. So, da haben wir es. Eigentlich sollte das jetzt soweit geschmeidig laufen. Ach Mensch, da hat sich einer durchgeschlichen. Da guckt mal einer her. Nicht vergessen, Holz nachzukaufen. Der eine Holzfäller wird nicht so viel hinzubringen, dass ihr kein Holzproblem habt. Eine Nachricht vom Kalifen. Die Geier sammeln sich. Sie kreisen. Und die Sache ist die, wie ihr eure Verteidigung plant, ist dann komplett eure Sache. Ihr könnt eine Stelle offen lassen und Middle Tower Defense spielen, indem man die Gegner durchlockt durch einen engen Pfad. Man kann auch einfach komplett zumachen. Offen zu lassen hat oftmals den Vorteil, dass die Gegner ihre Belagerungsgeräte viel weiter vorne ranbauen und man sie viel früher abschießen kann. Man spielt da ein bisschen mit der KI, so gesehen. So, dazu kommt der Bogenschütze, können wir uns eben holen. Und los!
die Ballisten sind noch ein bisschen nervig. Okay. Die Sache mit dem Turm ist, wenn ihr die Ressourcen habt, euch so einen kleinen Kampf zu leisten, dann könnt ihr das machen. Es ist halt notwendig, mit diesem Turm eure Eisenminen zu beschützen, wenn ihr welche hinbauen wollt. Solange ihr die nicht hinbaut, ist der Turm hier optional. Was ihr aber sehr schön machen könnt, ihr braucht ja auch nicht unbedingt Ballisten, ihr seht, das funktioniert ganz gut. Später würde ich die eine oder andere Balliste empfehlen. Ich würde dann sich empfehlen, jetzt einfach schon mal als allererstes eine Balliste aufzubauen, um eventuelles Belagerungsgerät, was rangeschoben wird, abzuschießen. Aber das nächste, was ich euch empfehle, einfach um den Vasier ebenfalls gut außer Gefecht zu setzen, neben diesem Turm, im Idealfall so eine Kombination, ist bei Zeiten noch ein weiteres Türmchen zu bauen mit Mange drauf. Und diese Mange schießt einfach konstant Richtung Vasier. Mindestens eine. Im Idealfall auch noch eine zweite und eine dritte. Und das verschafft ordentlich Zeit. Hier wird ordentlich geschnetzelt. Dafür sind die britischen Bogenschützen überhaupt übrigens auch praktisch. Die können super das Hinterland verteidigen, wenn sich irgendwas durchschleicht. Und die Balliste schießt uns mal schön Richtung Vasier rein. So in etwa. Und das wird auf lange Sicht genug Schaden anrichten, um den Vasier irgendwann aus dem Gefecht zu setzen. Und dann ist im Prinzip mit das Schlimmste beseitigt, weil der Rest ist durchaus zu managen. Wir müssen jetzt bloß gucken, dass wir eben die Wirtschaft konstant halten. Was wir uns nicht... Da schauen wir einer her. Von dem Türmchen ein bisschen genervt. Wenn ich sag mal. Ah, die hängt fest, alles klar. Gut. Ab da haben wir es im Prinzip. Jetzt heißt es bloß noch Ambrus-Schützen aufwerten, weitere Ambrus-Produktionen machen, kontinuierlich die Wirtschaft erhöhen. Ebenfalls machbar sind Gatten, um noch mehr Steuern rauszupressen. Ebenfalls noch Religion. Aber das Wichtigste ist hauptsächlich erstmal das Bier, dass das hinhaut. Weil das ist ein guter Obolus, der an Steuern jetzt immer dadurch reinkommt. Und man könnte damit sogar die Nahrung auffangen, wenn man doch keine produzieren kann. So. Machen wir noch ein kleines bisschen, um wirklich zu zeigen, dass das dann mit der Zeit wirklich komplett sicher ist. Da fehlt noch ein bisschen, aber nicht allzu viel. Aber im Grunde ist das Ding jetzt eigentlich mehr oder minder entschieden und bloß noch eine Frage der Zeit, bis wir die Offensive gehen können. Achtung! Sire! Und Marsch! Waffen geschultert! Für alle Leute, die nicht früh angreifen wollen, die nicht den Wolf sofort umnatzen wollen, kann ich lediglich empfehlen, ähnlich wie hier zu befestigen, mit hauptsächlich Ballisten und Mangen, die ein bisschen auf die Burgen schießen. Hier ebenfalls mit dem Burggraben kann man machen, oder aber auch hier ebenfalls Türme zur Verteidigung. Und versuchen, die Stellen engstellen zu halten. Aber es ist um einiges einfacher. Ihr nehmt euch eine Menge Stress weg, wenn der Wolf zu Beginn ausfällt. Alles klar. Dieser Turm hier wird uns übrigens noch von Nutzen sein, sobald hier weit genug geschwächt ist. Und ich glaube, wir sind jetzt soweit, wenn ihr mich fragt. Um das Ding wieder ein bisschen zu besetzen. Dann machen wir uns ein paar verschiedene Gruppen und knüppeln die ein bisschen. Waffen geschultert, reiz, eure Lordschaft. Zur Stelle. Etwa so. Und Sire. Waffen geschultert. Es werden Waffen benötigt. Bereit, eure Lordschaft. Nach Lord All. Und wir können mal machen, dass die ein kleines bisschen näher hier dran vorbeilaufen an dem ganzen Spaß. Dafür habe ich mir extra noch ein bisschen Stein aufgespart. Weil immer da unten lang. Was sind sie zu weit von unseren Schützen entfernt? Wunderbar. Dazu müssen wir erstmal die Verschnaufspause haben. Oh, schaut mal, was da schießt. Hier muss man immer wieder ein bisschen aufpassen und die Mange aktiv dirigieren, aber ansonsten ist das kein allzu großes Problem. So, unsere Schützen hier haben jetzt Spaß. Jetzt haben wir nämlich die Position hier soweit gesichert. Und jetzt könnte man tatsächlich mit dem Gedanken spielen, diese Eisenmine zu besetzen. Ja, ich habe das Stadteisen gar nicht verkauft, fällt mir gerade auf. Da hätte man nochmal ein bisschen potenzielles Geld gehabt. So, machen wir noch ein Tor aus hin, dass die Leute schneller durchkommen. Durch diesen Weg und schauen ein bisschen, dass die Gegner lieber da sind, weiter langlaufen. So. Und dann können wir im Prinzip anfangen. Wir hoffen bloß, dass die Feuerballisten da nicht so sehr drauf schießen.
Wir können jetzt im Prinzip anfangen. Ihr seht, das mit dem Geld funktioniert langsam wunderbar. Ein bisschen Eisen abzubauen. Das wird uns auch ziemlich gut Geld einbringen. Was man ebenfalls machen... Das wird auch problematisch mit dem... Die Steinvorräte sind zu knapp, Sire. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Leider kriegen wir hier nichts in der Richtung hin. Hier auch nicht. Burggräben könnte man hier übrigens auch machen. Kann man empfehlen. Funktioniert gut. Es ist nicht unbedingt notwendig, aber man kann es machen. Das Problem ist, wenn man hier ebenfalls einen Burggraben macht, dann werden die Truppen sich gleichermaßen aufteilen und auch versuchen, diesen aufzubuddeln. Solange man hier frei lässt, wird das Stück eigentlich ziemlich in Ruhe gelassen. Und nun sind wir soweit eigentlich. Eine Nachricht von Vasir. Genau, das sind wir mittlerweile. Nun ist die Zeit gekommen. So. Holen wir noch ein bisschen hier. Holen wir noch ein paar Ambusschützen. Holen wir noch ein paar Bogenschützen. Ihr seid ermüdend. Ich werde euch ein für alle Mal ein Ende bereiten. Vorwärts! Und dann wären wir soweit durch. Ihr könnt noch den einen oder anderen Turm dazuhauen. Ah, hier wird schwierig, hier könnt ihr auch da hinsetzen. Hauptsache ihr habt was, was in Richtung Vasir schießt und ihn kontinuierlich auf Trab hält. Ihr seht, sein Geld rennt relativ schnell leer. Sobald er dann auf Null ist, ist er eigentlich zahm wie sonst was. Dann macht euch keine Probleme mehr. Ihr seht, derzeit wird schon eure Eisenproduktion ziemlich in Ruhe gelassen. Die arabischen Schwertkämpfer ganz schön vorhersehbar hier durch. Eine Nachricht von Nasir. Langsam und unsichtbar wird der Tod über euch kommen. Im Grunde haben wir das Ding also jetzt schon entschieden, wenn man so will. Achtung! Eine Nachricht von Vasir. Ihr könnt eben noch hergehen. Und ja, ich kaufe immer absichtlich noch ein bisschen mehr Stein. Hier haben wir es leider ein kleines bisschen mit dem Platz vermasselt. Wir hätten auf jeden Fall noch mehr Türme reinpressen können. Ist aber nicht so schlimm. Ich hätte gerne beispielsweise hier noch einen. Wenn es nicht unbedingt so nah an der Front ist, reicht auch übrigens ein kleiner Wein mit Treppe. Noch ehe dieser Tag zu Ende. Kommen wir dazu, machen noch eine weitere Mangel in die Richtung, was ihr schießt. Und dann haben wir relativ schnell unsere Ruhe. Und hier, das ist die Sache mit den Belagerungsgeräten. Solange hier offen ist, gehen die alle da lang. Man kann sich drum streiten, ob das jetzt wirklich gewollt ist oder... Ach Mensch, guck mal her. Da hinten ist es sogar offen. Und die Gegner nutzen das gar nicht aus, weil das hier per Luftlinie kürzer ist. Das ist durchaus ein schönes Hintertürchen, muss ich sagen. Man kann übrigens auch hergehen. Wir haben die Möglichkeit, das Vorratslager abzureißen und hinten hinzusetzen. Aber da ist leider die Waffenproduktion runter. Es kommt auf eure Präferenz an. Achtung! Aber das ist im Grunde ein gutes Setup, um schön Start zu setzen. Und von hier aus könnt ihr eigentlich noch schön spielen. Euch noch mit den KIs battlen. Großen Krieg führen. Aber im Grunde ist das Ding in der Tasche. Es ist nur eine Frage der Zeit für euch. Ihr müsst bloß eure Wirtschaft weiter aufbauen, während die KI immer mehr Geld verliert. Und auf einem gewissen Punkt wendet sich das Blatt und ihr könnt das Ding reißen. Es ist auch möglich, nach dem Wolf noch weitere KIs umzunatzen, aber das ist unglaublich viel Micromanagement, es braucht unglaublich viel Konzentration und es kommt auch ein bisschen aufs Glück an. Wie gesagt, beim Wolf klappt es manchmal mit 20, 25 Meuchelmörder, manchmal braucht man 30, 40. Und das hier ist die sichere Variante, würde ich sagen, diese Mission zu schaffen. So ganz ohne Cheats. Ihr seht, der Vasir ist schon am Tillen. Da geht gut was weg. Sein Geld sagt mittlerweile, da fehlt nicht mehr viel. Alles klar? Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen weitergeholfen. Das ist so eine sehr gute Ausgangslage, von der aus man als eigentlich bloß noch das Blatt wenden kann. Ihr seht, die KIs haben keine Chance mehr großartig durchzukommen. Wir können weiter ausbauen. Wir könnten jetzt auch viel, viel mehr Produktion reinhauen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Hat er sich aufgelöst. Ihr seht, die Armbrüste bringen gut Geld. Und Eisen haben wir jetzt auch schon ordentlich. Das können wir entweder verkaufen oder Waffen draus machen. Ich verkaufe es erstmal. Und damit können wir dann noch mehr Armbrustproduktion machen, mit dem das Ganze noch schneller geht. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich nahezu exponentiell am Wachsen, was unsere Wirtschaft angeht. Ich sag nahezu, nicht wirklich exponentiell. Irgendwo ist Grenze und das ist der Bauplatz. Da haben wir sogar noch ein bisschen Pech. Ihr seht, das mit der Nahrung haut auch so weit hin, dass ihr das gut halten könnt. Alles klar? Ich denke mal,
Ihr wisst jetzt, wie es funktioniert. Wie ihr damit relativ gut vorankommt. Ich habe es noch nicht direkt mit den gemoddeten KIs ausprobiert. Aber es kommt natürlich auch auf die KI-Mods an. Aber Vanilla kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass es mit dem Wolf weghauen zu Beginn sehr gut hinhaut, wenn ihr es so macht wie hier. Es kann sein, dass ihr den einen oder anderen Anlauf braucht, aber sobald ihr es geschafft habt und rechtzeitig eure Verteidigung hier aufbaut, seid ihr eigentlich sicher, was diese Mission angeht. Alles klar? Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wir wollen jetzt nicht die gesamte Mission spielen. Ich wollte euch bloß die Stadttipps geben, die euch hier helfen, die Mission ziemlich locker letztlich zu schaffen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und viel Spaß mit Mission 80. Für alle, die da bis jetzt stecken geblieben sind, ich hoffe mal und ich denke mal sehr stark, mit diesen Tipps werdet ihr ziemlich wenig Probleme haben. Es gibt noch die ein oder andere Ecke und Kante, an die man anschlagen kann, aber es ist um einiges angenehmer als die Ursprungsversion mit Wolf aktiv und mit weniger Stadtgold. Alles klar? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zu weiteren Videos.